more freedom. Cause I feel somehow we're stuck between the sheets. Though we dare to raise our voice against the shackles, I guess that we're still the ones who hold the keys. Find me bent down on my knees for conciliation. May we find some mercy for foes that mend. Cause in the end we're all nothing but brothers. Maybe one day we will all work hand in hand. I'm gonna pray. Vielen, vielen Dank. Es kann durchaus öfter vorkommen, dass man meine Mutter oder meine Schwester aus dem Publikum mitsingen hört. Es ist so gewollt. Also gerne lauter und weiter. Das nächste Lied ist tatsächlich auch, soll auch gerne zum Mitsingen anregen. Es heißt nämlich Sing On. Und dieses Lied ist inspiriert von meiner eigenen Bosheit. Und zwar, wie man vielleicht merkt, ich singe sehr gerne. Ich habe auch schon immer gern gesungen. Und das kam zu seiner vollen Blüte, als ich vor circa 15 Jahren oder so, ist vielleicht auch schon länger her, das Spiel SingStar geschenkt bekommen habe. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist so ein Karaoke-Spiel, was sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich habe das ganz, ganz viel immer gemacht und habe mit meinen Nachbarn zusammen immer gespielt. Und mir war das immer sehr, sehr wichtig, dass wenn ich singe, dass das Leute gut finden. Und ich habe da sehr viel meinen persönlichen Wert so daraus gezogen. Und dann kam mein Nachbar und mein Nachbar hat auch richtig gut gesungen. Und es hat mir so gar nicht gepasst. Ich fand das richtig blöd, dass der mir so meinen Platz da streitig macht.
Und was ich gemacht habe, sehr über tatsächlich auch viele Jahre, ich habe ihm immer gesagt, dass er das überhaupt nicht kann. Und auch tatsächlich sogar seine Brüder mit reingezogen, die ja eigentlich viel mehr auf seiner Seite stehen sollten, aber die haben auch noch mitgemacht, weil ich sie da so mit reingezogen habe. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen oder ob Ihnen das schon mal so ergangen ist. Wenn eine Sache, die für jemanden sehr wichtig ist oder für Sie sehr wichtig ist, und da sagt Ihnen jemand, das können Sie aber überhaupt nicht, das tut schon weh, weil das ist ja ein Teil von dir irgendwie. Und mir ist es dann irgendwann auch aufgefallen. Und dann bin ich den Weg nach Canossa gegangen und habe mich bei ihm entschuldigt. Und er hat so getan, als würde er sich gar nicht mehr daran erinnern. Das fand ich sehr nett von ihm. Aber es war für mich wahnsinnig wichtig, das zu machen. Und dieses Lied ist quasi auch mein persönliches Entschuldigungslied. Es ist sehr schön, weil wir mittlerweile sehr entspannt zusammen singen können, uns daran freuen können, wie schön der andere singt. Und clouds above. Maybe we could change the bad weather when we dare to give what we've got. Roll up your sleeves and we'll go chasing rubies. We'll move the mounds and see the other side. We'll end up rich and freedom is our border when we dare to give what we've got. Let's give it. I'm gonna sing on for you. I'm gonna cheer you on until your dream comes true. Yeah, they were teasing you, but I believe in you. I'm gonna sing on for you. La 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 la
you. I'm gonna cheer you on until your dream comes true. Yeah, they were teasing you, but I believe in you. I'm gonna sing on for you. Sehr schön, vielen Dank fürs Mitsingen. Das nächste Lied schlägt ein bisschen ruhigere Töne nochmal an. Es heißt Why Do I Feel So Sad? Und genau darum geht es auch. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ich mag das. Ich bin ein Typ, der sich sehr gerne manchmal in so einer Melancholie baden kann. Ich mag das irgendwie manchmal sehr gerne. Ich finde es irgendwie auch manchmal ganz schön, wenn es mir schlecht geht. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Klingt auch ein bisschen komisch, aber ich habe mir das schon von ein paar Leuten bestätigen lassen, dass es Ihnen auch so geht. Und was ich oft aber gemerkt habe, ist, wenn ich das zu lange mache, dann kann es auch manchmal so ein bisschen umswitchen. Nicht mehr in eine Melancholie oder eine Traurigkeit, die vielleicht auch manchmal wichtig ist, dass man eben manchmal auch Dinge betrauert. Ich glaube, das ist auch ganz gesund und heilsam, wenn wir das machen. Aber manchmal kann es dann auch ein bisschen umschwappen in so eine Art Selbstmitleid. Und ich bin da Spezialist dafür. Und ich habe mir dieses Lied geschrieben, damit, wenn es mir wieder so passiert und ich in diese Selbstmitleidsphase reinrutsche, dass ich mich dann leider an dieses Lied erinnere und ich merke so, ach, komm, so schlimm ist es alles gar nicht um dich bestellt. Oh, and sadness.
Vielen, vielen Dank. Wir bleiben mal gleich noch in dieser Stimmung ein bisschen. Das nächste Lied, was ich geschrieben habe, ist, würde ich sagen, wirklich fast das traurigste Lied, was ich geschrieben habe. Und fast auch das persönlichste. Es ist auf dem Album auf jeden Fall auch zu hören. Ich glaube, ein Verweis schon mal dahin. Ich habe ein paar CDs mitgebracht. Die sind letzten Dezember rausgekommen. Also noch relativ frisch, von einem halben Jahr. Und man kann sie dort erwerben. Unter anderem auch ein paar Postkarten. Ich male nämlich nebenher und mache Porträts. Und die können Sie da begutachten. Und wenn Sie wollen, können Sie da auch ein paar erwerben. Aber genug der Werbung. Let's go back into the music. Yes. Das war nur der Einstieg. Saving.
And my soul leaves a consoling word tonight. Lift me, comfort my yearning, 'cause I've been trying so hard to make these wrong things right. And then one day I'll make it through, I'll be alright. Cause I had a chest full of heartache, and you had a mind full of doubt. Someday the sun will make head against the clouds. Somehow time runs like a river, yes, somehow I make it all through. And I will escape this long path through these shades of blue. Vielen Dank. Sie sind ein wahnsinnig aufmerksames Publikum. Vielen Dank für die offenen Ohren und das Dabeisein. Das freut mich sehr. Das nächste Lied, was ich spiele, ist tatsächlich eins der Lieder, also die bisher waren, die sind alle auf der Platte zu hören. Das Lied, was jetzt kommt, kam vor 2 Wochen raus. Ich habe gerade mit einem Freund zusammen 3 Songs, die jetzt über den Sommer rauskommen, die haben wir jetzt gerade fertig gemacht und die kommen jetzt peu à peu. Und dieser Freund von mir ist Gitarrist. Und er hat ein sehr, mag Lieder gern schnell und peppig. Und das heißt, normalerweise ist dieses Lied mit Gitarre und Band und sehr tanzbar. Ich spiele es heute in einer etwas softeren Version, weil ich ja heute nur am Piano bin. Aber das Lied heißt Lose. Und genau, falls Sie es danach nochmal in einer völlig anderen Version hören wollen, können Sie das auf Spotify oder auf YouTube oder was auch immer Sie gerne nutzen. Got caught up by the blues. All I heard was love is hurt, and freedom's just another word. That's all they tell you in the news. I never thought I would, I didn't know I could. Oh, what would happen if I chased all my wildest dreams, even if it seems now she's got a little bite, so break loose, 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 loose. The foes are hard, their teeth are sharp, they pull you down and rip you hard. How do their words still seem so sweet? I slept too long as time went on. Now cut me loose from mansion walls, and I'm the master of my being. I'm gonna take the step, I flee the spider's web, 'cause I was born to survive. A new age has begun, my fear won't cease to run until my dreams come alive. So break shackles go, 'cause there's a fire that wants to go, and I ain't talking about a flame. I can't wake up and admit the truth, the hollow words got you awful, but you were born to make a change.
So come and let the shackles go, 'cause there's a fire that wants to grow, and I ain't talking about a flame. Now come wake up and admit the truth, the hollow words got you a fool, but you were born to make a change. So breathe. Vielen, vielen Dank. Das nächste Lied, bin ich mir ganz sicher, kennen Sie alle. Und Sie dürfen da ganz, ganz gerne mitsingen. Es ist ein Cover, also kein Lied von mir. Und ich bin normalerweise mal sehr vorsichtig mit Covern, weil ich immer das Gefühl habe, selber, ich höre immer so stark die Stimme des Originalsängers, dass ich das eigentlich mir ganz, ganz schwer fällt, das dann wirklich zu sagen, okay, ich mache daraus jetzt meine Interpretation. Und ich habe dieses Lied aber früher auch bei diesem besagten SingStar-Spiel sehr viel gespielt und geliebt. Und dann habe ich es ganz lange nicht gehört und dann jetzt vor ein paar Monaten das erste Mal wieder und ich war so, was für ein großartiger Song. Warum habe ich den die ganzen Jahre nicht gehört? Und auch hier wieder, wenn Sie wollen, dürfen Sie gerne, gerne mitsingen. Sie werden ihn erkennen, denke ich. Hoffe ich. I call you when I need you, when my heart's on fire. Come to me, white empire. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime full of promises and a world of dreams. Speak a language of love like you know what it means. This can't be wrong. Take my heart and made it strong now, baby. You're simply the best. Better than all the best. Better than anyone I've ever met. I see the stars of every night and every day. In your eyes I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. Tear rise apart, and baby, I would rather.
Vielen Dank fürs Mitgrooven und Mitsingen. Dann macht das Ganze doch viel mehr Spaß als zu Hause alleine immer bei seinem Klavier, wenn Leute direkt mitsingen und mitschunkeln. Vielen Dank. Mein nächstes Lied war die zweite Single meines Albums. Und da lade ich Sie auch ganz, ganz herzlich ein, mitzusingen. Und damit es auch nicht so, damit es ein bisschen einfacher ist, üben wir das jetzt auch einfach mal. Es ist ein bisschen hoch, aber ich glaube, Sie kriegen das sehr gut hin. Und zwar geht das so. Ja, das höre ich nur. Ja, ich höre fast meine Familie, da muss noch mehr gehen. Challenge? Mal sehen. Aber ich glaube fest. Sie werden merken, wann das kommt. Of my mind, try to find myself the key to this fickle heart of mine, rising high and falling low, it's most familiar to my soul, never knew I was in need of a steady hand to hold, but now that you are by my side, I feel my life completely changed, from my unavailing gamble to an ever-winning game. Brought the light into my life and revival to my bones. Now I found my feet and rest in this place I call my home. And I've been up, up, up when I thought I was rich. I thought I ain't tired while I was on the skids. And I swam through rivers that kept swaying me sick. But with you, that's all. That I found, and I hope that one day they will see it too, that this love we have, it will not let me down. But now that you are by my side, I feel my life completely changed, from my unavailing gamble to an ever-winning game. You brought the light into my life and revival to my bones. Now I found my feet and rest in this place I call my home. And I've been a pauper when I thought I was rich. I thought I ain't tired while I was on the skids. And I swam through weighing me sick, but with you, that's all just water under the bridge. Ooh, yeah. Ooh, 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 so schön. Ooh, 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 ooh,
Knochen. Vielen Dank. Den Applaus kann ich gleich zurückgeben. Sehr schön mitgesungen und mitgeklatscht. Dankeschön. Das nächste Lied gibt es tatsächlich noch nicht. Ist auch heute in gewisser Weise eine Premiere. Die nächsten drei Lieder, die werden hoffentlich auf meiner nächsten Platte erscheinen. Wenn ich es denn schaffe, möglichst bald wieder ins Studio zu gehen, was ich sehr gerne würde. Und dieses Lied ist inspiriert von einer Dokumentation, die ich gesehen habe, von einem Freund, der ist Journalist. Und der war in Syrien ganz lange und hat da ein jesidisches Volk begleitet. Und die haben eben gerade einen Angriff von, ich weiß nicht, Hamas, ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, auf jeden Fall begleitet diese Dokumentation vor allem eine Familie. Und im Zentrum steht ein, ich glaube, 7-jähriges Mädchen, sie heißt Rukan. Und ich habe das gesehen, ich habe es abends gesehen, allein in meinem Zimmer und ich war eigentlich noch, ich hatte große Pläne, wollte noch raus, Freunde treffen und Wein trinken und nach dieser Dokumentation ging gar nichts, weil mich hat das so bewegt, vor allem, weil dieses Mädchen, sie erzählt ganz furchtbare Geschichten, wie sie die Zähne ihres Vaters aufsammelt, nachdem er erschossen worden ist und aber halt auch, also wenn sie das erzählt, wirkt sie ganz nüchtern und als hätte sie das alles schon abgeschlossen, aber wahrscheinlich, weil das einfach viel zu viel ist für so einen armen kleinen Kopf und mich hat es so bewegt, dass ich tatsächlich mich danach ans Klavier gesetzt habe und schon mal die ersten Akkorde für dieses Lied geschrieben habe. Und dieses Lied heißt Rukan's Lullaby, also ist für dieses Mädchen. Diese Dokumentation heißt übrigens Volk eines Engels, ist auf YouTube zu finden und sehr zu empfehlen.
your soul. For they took all your passion and you let them refuse you to. Your heart is a vein in the wind, all exposed to the currents. Beware of it more than anything, for life flows from it. When one day their swords will blunt and no man settle down on their knees, praying to a God who knew love long before I got lost. Till one day their birds will sing way louder than their guns ever hissed. And we'll have a sip from the cups and we two share their dreams. Vielen, vielen Dank. Okay, jetzt danach wieder ein bisschen grooviger. das nächste Lied wird auch hoffentlich auf der nächsten Platte erscheinen. Ich finde es tatsächlich meinen besten Song, den ich hier geschrieben habe. Ich hoffe, er gelingt jetzt auch. Wie gesagt, ich spiele ihn heute das erste Mal. dieses Lied heißt Monster in My Shoes. Und ich glaube, wenn mich Leute fragen, warum ich Künstler bin, das fragt mich ehrlich gesagt nicht so, fragen mich nicht so viele Leute, aber wenn mich jemand fragen würde, würde ich darauf antworten, ich glaube, weil Worte reichen mir nicht als Kommunikation. Ich weiß nicht, ob Sie das manchmal kennen, dass man das Gefühl hat, man versucht irgendwie einander zu erzählen, was man irgendwie denkt und fühlt und will, und es ist einfach wahnsinnig schwierig. Es gibt einfach nicht genügend Worte dafür. Und dafür finde ich, ist Kunst eine unglaublich schöne Sprache. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das auf vielen Ebenen irgendwie ausprobieren darf. Und Monster in My Shoes geht tatsächlich darum, ich bin also leidenschaftlicher Tänzer. Und tatsächlich ist für mich Tanzen eine Art, mich auszudrücken. Und tatsächlich glaube ich, dass viele, die mich kennen beim Tanzen, kennen auch so ein bisschen, wissen, warum ich dieses Lied Monster in My Shoes genannt habe. Weil ich glaube, ich habe durchaus Tendenzen, auch ein bisschen gruselig auszusehen, wenn ich tanze. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich da richtig auf der Tanzfläche bin und gute Musik ist, dann ist es plötzlich, kommt plötzlich dieses Monster raus. Alles, was ich so sonst in mir habe, ist ja plötzlich draußen. Ich fühle mich so frei wie sonst nirgendwo. Und deswegen Monster in My Shoes. Auch da wieder gerne mitsingen. Few would ever dig so deep to meet her.
as fearful sees the beast that she became. But when the night falls down and fever feeds her, she rides up to the sides of a young man's gown. She's savage like a hound, no irons keep her, and I don't know no how they get the pounds, cause when it pounds then she comes sneaking, a demon, the night's ruthless region. She's greedily seeking, devours all my reason. She's toiling and leaping, once failing and sweeping, the stars know tonight I am dead by the monster in my. Ich habe gemerkt, dass ich selber irgendwann so ein bisschen so ein, wie so ein Zungenbrecher. Aber Sie haben mir sehr schön geholfen. Vielen Dank. Das nächste Lied, was ich spiele, ist schon mein letztes Lied. Es heißt This Love Lasts Forever. Und ich glaube, es rundet das vielleicht ein bisschen ab. Das letzte Lied auf meiner nächsten Platte sein. Und wir hatten ja vorhin, hieß es ja schon, über Glaube, über... Ja, Dinge, die einen irgendwie so beschäftigen, die einem irgendwie Sinn geben im Leben. Und ich glaube, ich habe irgendwie gemerkt, für mich ist es wichtig, was in meinem Leben zu haben, was mir einen gewissen Hauch von Ewigkeit gibt. Also dieses Gefühl habe, die Dinge, die ich tue, die verpuffen nicht einfach irgendwo, sondern irgendwie ist mir jemand da, der sagt, es hat irgendwie, du hast Sinn. Und dieses Lied, This Love Lasts Forever, ich glaube, ich bin mittlerweile wahrscheinlich gezeichnet genug oder erwachsen genug, dass ich weiß, Liebe, menschliche Liebe kann durchaus zwischendurch auch mal aufhören, kann auch wiederkommen, aber kann auch aufhören. Aber ich glaube, ich bin sehr dankbar, dass ich weiß oder glaube, dass es einen Gott gibt, der uns liebt. Darum geht dieses Lied. Came along.
folks, the night to come, many high hopes soon will touch the ground. The kings and queens might lose their crown, but I know this one thing that remains. It will remain. You lift me up from a field of fields. You change the weather. You change the weather. Terrain has come and my soil is steeped. Within a border. Within a border. Soll es noch eine Zugabe sein, ja? Ja. Okay. Vielen Dank, dann habe ich es sogar. Dieses Lied war die erste Single meines Albums. Und es geht ein bisschen darum, wenn man mal so einen richtig schlechten Tag hat. Also ich kenne es manchmal, ich bin da manchmal sehr sauer. Übrigens muss ich leider noch einen kleinen Nachsatz dazu sagen. Ich bin gerade nach Rügen gefahren und wollte dieses Video machen. Und ich hatte wunderschönes Bildmaterial. Ich habe angefangen zu schneiden und schon Effekte drüber zu legen. Und dann ging mein Handy einfach so aus und nicht mehr an. Und dann habe ich es zu einer Reparatur gebracht und der konnte die Daten leider auch nicht mehr retten. Das heißt, dieses Video wird leider nichts, obwohl ich wirklich sehr viel Freude daran hatte. Also darauf darf man sich jetzt leider nicht freuen, aber dennoch kommt bald ein neuer Song auch raus und auf den kann man sich immerhin freuen. Deswegen, wenn man schlechte Tage hat, wie ich zum Beispiel jetzt kürzlich, soll das jetzt ein kleiner Reminder sein an so, hey, sonst hat man doch im Leben, also es gibt doch viel, für was man eigentlich auch dankbar sein kann. Deswegen heißt es Bad Days, Good Life. Thank you.
Dirty black on my shirt. Fingers bleeding as her china vase broke. Ain't no bandage to be found in this house. Shit, I'll be way too late at work. Trouble big with my girl. Lots of work in my boss ain't happy too. Check the clock, it should be lunchtime by now. 10 a.m. already work. Eine große Freude, mit Ihnen zu spielen. Ich finde, Sie haben so großartig mitgemacht, alle. Einfach so, auch ohne Aufforderung jetzt am Ende. Vielen Dank. Und nochmal vielen Dank an das Kulturforum und die wunderschöne Kirche, dass wir hier spielen dürfen. Vielen Dank. Ja, lieber Linus, mit einem Musikstück und einem Lied darfst du dich schon noch verabschieden, weil ich finde, am Schluss muss die Musik stehen. Aber ich möchte trotzdem dir wirklich namens unseres Kulturforums, aber auch des begeisterten Publikums danken für dein heutiges Konzert. Und ich glaube, ich habe Ihnen am Anfang nicht zu viel versprochen. Ein wirklich wunderbarer Klaviervirtuose, auch ein toller
Texter, auch tiefgehender Texte und ein wunderbarer Interpret, der es versteht, auch ein Publikum, das er vorher noch nie gesehen hat, das ihn vorher noch nicht erlebt hat, auch am Freitagabend richtig in Schwung zu bringen. Und dafür ganz herzlichen Dank. Und wenn man sich bei jemand bedankt, sucht man ja auch ein bisschen nach einem symbolischen Geschenk. Und wir haben ja zu Humboldts 250. Geburtstag durch Cordes diese wunderbare Humboldt-Rose kreieren lassen. Das ist wirklich der Hit. Sie ist für dieses Jahr schon wieder ausverkauft. Aber einige wenige habe ich noch ergattert. Und lieber Linus, möge dein künstlerischer Weg sowie diese Rose wachsen, blühen und gedeihen. Vielen Dank. Da, weil es gibt noch etwas. Übrigens, die kannst du auch, die musst du nicht in Mutters Garten lassen. Die kannst du im Topf einpflanzen, da gedeiht sie auch wunderbar. Und du kannst sie auch immer umziehen, wo auch immer dein Weg dich hinführen wird. Schön. Und jetzt auch noch ein bisschen Humboldt-Literatur. Mich hat neulich jemand gefragt und hat gesagt, ja, Sie machen tolle wissenschaftliche Veranstaltungen, Tagungen. Warum machen Sie eigentlich auch Musikveranstaltungen? Hat Humboldt was mit Musik zu tun gehabt? Und das ist eine Seite von Alexander von Humboldt, die man nicht so kennt. Er war natürlich ein Förderer junger Wissenschaftler, aber er war auch ein Förderer junger Künstler. Und er hat damals jemand gefördert, der dann lange Zeit vergessen war. Jetzt feiern seine Werke wieder eine richtige Renaissance, Giacomo Meyerbeer. Das war ein Star seiner Zeit, ein wirklich großer, auch damals sehr moderner Opernkomponist. Und er hatte es sehr schwer. Und den hat Alexander von Humboldt sehr gefördert und hat sich dafür eingesetzt. Und deshalb haben wir uns auch Konzerte mit jungen Künstlerinnen und Künstlern aufs Panier geschrieben, weil das auch ein Stück Humboldtscher Geist ist. Und da etwas zu lesen über Alexander von Humboldt. Es ist ein tolles Buch von der Humboldt-Autorin Andrea Wulff. Und weil du auch so wunderbar malst, haben wir dir dieses Buch geschenkt, weil es eine ganz wunderbare junge amerikanische Künstlerin illustriert hat. Schön. Und ich kenne ein wenig deine Art zu malen und das wird dich sehr inspirieren. Schön, ich freue mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich möchte mich auch wirklich bei Philipp Colloche bedanken. Ich habe immer mal wieder reingeguckt. Also ich glaube, bis jetzt steht der Stream. Und das ist auch wirklich schon alleine mit 3 Kameraeinstellungen dafür zu sorgen, dass das von jedem, der sich eingewählt hat, gesehen werden kann. Ganz herzlichen Dank, Philipp Colloche. Super Arbeit. Bei Stefan Herbert Fuchs möchte ich mich dafür bedanken, dass er das, was wir heute künstlerisch erlebt haben, auch wieder in wunderbare Worte und Bilder fasst, damit es auch nachlesenswert ist. Ganz herzlichen Dank für Ihre treue Begleitung. Es geht weiter mit unserem Sommerprogramm. Am 8. August in der katholischen Kirche St. Michael geht es mal in eine ganz andere Richtung. Lieder und Arien des Bel Canto, also große italienische Lieder und Arien. Auch eine junge Künstlerin, Antonia Ruck, die wir schon mal zu Gast hatten. Und die wird am 8. August um 19 Uhr in der katholischen Kirche St. Michael darbieten, italienische Arien und Lieder. Sie wissen, bei uns ist der Eintritt frei, aber der Austritt nicht. Wenn Sie unser wunderbares Konzert verlassen, steht ein Körbchen da. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, nehmen Sie sich eine CD von Linus Kuno mit. So,
Jetzt gibt es noch ein, kein Rausschmeißer, aber ein schönes Musikstück zum Ausklingen. Schön, dass Sie da waren und beehren Sie uns wieder. Und noch einmal, Linus Kono, ganz herzlichen Dank, weiterhin viel Erfolg, aber auch nochmal der Evangelischen Kirchengemeinde Dank für die wunderbare Gastgeberschaft, die wir immer hier in der Evangelischen Stadtkirche zu Goldkronach genießen dürfen. Noch einen schönen Abend. Leider eigentlich passen. Ich habe heute schon 5 Lieder das erste Mal gespielt. Ich könnte eins nochmal spielen. Und das ist jetzt die Frage an Sie, ob Sie vielleicht irgendwie eine Geschichte oder so noch im Kopf haben zu einem Lied und sagen, das würden Sie sich nochmal wünschen. Simply the best. Simply the best. All right. Das ist ja sein Cover. Aber ein guter Rauschmeister. Sehr gut. Ich habe auch richtig Gefallen jetzt dran gefunden, dieses Lied zu spielen. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz hervorragenden Abend und gucken Sie gerne mal in den Kasten und schauen Sie die Postkarten oder auch das Album an. Das Album habe ich auch selber gestaltet, also da ist auch ein bisschen Kunst zu sehen. Vielen Dank, noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause.